Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zum neuen fortgeschrittenen Praktikums 13 Versuch. Das Laserinterferometer. Erfunden hat, nee, kein Schweizer, aber ein gewisser Abraham Michelsen mit 29 Jahren. Das war ein ziemliches Schlitzohr, weil der kam auch mal auf so Ideen, wie sich einfach mal mit dem US-Präsidenten Ulysses Grant zu befreunden, um sich die Studiengebühren zu sparen. ...1881, mein Lieblingsjahr, baute er dann die erste Interferometerkonstruktion. Übrigens hier in Berlin in einem dunklen Keller bei einem Auslandsaufenthalt. Eigentlich wollte er damals die Geschwindigkeit von Licht messen. Das konnte er aber so genau, dass dann irgendwann klar war, hey, die ist ziemlich konstant. Das wird euch heute ermöglichen, diesen Metallbolzen 130 Jahre später auf ungefähr 10 Atomlagen genau zu messen. Oder zumindest die Ausdehnung davon. Wie das funktioniert, das lernt ihr mit diesem Versuch. Der neue Versuch befindet sich in Schrank 3, auf der linken Seite. Bitte legt die Sachen auch genau so angeordnet wieder zurück, damit alle damit Spaß haben können. Einspannen und anschließen. Jeder Metallbolzen hat eine Kerbe, die genau in die Schraube passt, wenn er ungefähr schlüssig mit dem Messingblock abschließt. Dies könnt ihr testen, indem ihr die Schraube erst leicht andreht, dann ein bisschen wackelt und ein bisschen fester zieht. Aber Vorsicht, Messing ist ein weiches Metall und nach ganz fest kommt ganz locker. Zum Schluss die Stecker anschließen, vielleicht noch ein bisschen drehen und dasselbe Spiel von vorne. Wackeln, anziehen, fertig. Als nächstes schließen wir das Ganze an eine echte Stromquelle an, einen Konstanter. Achtet bitte darauf, dass zu Anfang alle Regler auf 0 stehen und ihr niemals über 2 Ampere kommt. Linse und Schirm können auch schon mal bereitstehen, die Linse kommt jedoch erst später zum Einsatz. So spät wie möglich wird der Oberflächenspiegel montiert. Dazu nehmt bitte vorher die Schutzkappe ab. Sonst verspannt ihr den Bolzen und setzt ihn auf den Probanden. Sollte es nicht passen, könnt ihr ein bisschen drehen. Bitte fasst den Oberflächenspiegel niemals mit den Fingern vorne an oder am Schwarzen und macht ihn auch niemals sauber, es sei denn, ihr habt eine Scribble Hair Brush zur Hand, wie es in der Anleitung von Leybold heißt. Zum Schluss noch die Schutzkappe des zweiten Oberflächenspiegels entfernen. Achtung! Eine leichte Möglichkeit im Referendariat in der Probestunde durchzufallen, ist das Thermometer so einzuspannen. Und nicht zuletzt, das Warnschild. Laser einstellen. Dies ist das Schwierigste an diesem Versuch. Der Laser muss genau horizontal sein und das Loch der Aufweitungsoptik treffen. Hier prüfe ich,
ob die Spiegelung vorne mittig herauskommt. Als nächstes solltet ihr prüfen, dass die Spiegel nicht am Rand getroffen werden oder der Laser genau auf ein Staubkorn trifft. Ist der Strahlengang nicht durch einen Schirm vor Einschalten abgeschlossen, seid ihr ebenfalls durch die Leerprobe gefallen. Für Laser und Linsen gelten noch einmal spezielle Sicherheitsauflagen. Bitte unterscheidet hier zwischen Schüler- und Lehrerversuch. Laserfeinjustierung. Durch Kippen des festen Spiegels werden die Strahlengänge überlagert. Dies erfolgt mit zwei Schrauben. Mit der unteren Schraube stellt ihr horizontal ein. Der oberen Schraube vertikal. Jetzt schieben wir die Linse heran. Achtet darauf, dass der Strahlengang genau durch die Mitte, dass die optische Achse genau in der Mitte der Linse liegt. So, fast schon perfekt. Wir sehen, das Zentrum scheint oben links zu liegen. Drehe ich an der vertikalen Achse, die Ringe werden kleiner, das heißt, es ist die falsche Richtung. Also drehe ich in die andere Richtung, die Ringe werden größer. So. Jetzt haben wir es vertikal perfekt ausgerichtet und ich versuche noch in der horizontalen etwas mittiger zu gehen, dadurch, dass die Ringe sich vernichten. Perfekt. Nun seid ihr soweit und dürft endlich mal so richtig einheizen, Metalle ausdehnen und Ringe vernichten und erzeugen. Vergesst dabei bitte nur nicht auch alle Temperaturen zu notieren und eventuelle Besonderheiten für eure Auswertung und meine Examensarbeit. Vielen Dank. 44.1, 52.1. Okay, könnte ich dann machen. Kleiner Tipp, nutzt den Schatten eines Stiftes oder Fingers, um die Ringe besser zählen zu können. Wenn sich die Ringe langsam bewegen, verliert man schnell die Orientierung und verzählt sich.